frei werden. Das ist dann in dem Moment, wenn er in die Zurücklenkphase kommt, der Einfluss des elektronischen Stabilitätsprogramms. Also das ESP wird jetzt hier helfen, aber die Fahrer müssen durchgehend auf der Bremse bleiben. Okay, bitte die letzte Fahrt bremsen und ausweichen. Er hat gebremst, ganz spontan ist dann also eingetaucht, dann hat er ausgelenkt, zurückgelenkt, er wollte nicht aufheben. In dem Moment, zack, ist das ESP gegriffen, daher gibt es eine Aufgabe.